Oh, moin moin meine lieben Freunde zu einem neuen Video und viele haben mich ja gefragt und ich hatte es ja auch eigentlich vorgeschlagen als Thema, da ich jetzt über die Schule geredet habe, ist es denke ich mal vielleicht ganz interessant für manche Leute, die jetzt vielleicht mit ihrem Abitur fertig sind, wie so das Studium läuft oder wie man sich das so vorstellen kann, weil bevor ich halt angefangen hatte, hatte ich jetzt irgendwie auch nicht so die große Peilung davon, was man sich jetzt unter ein Studium vorstellen muss. Natürlich alle sagen, die einen sagen, man lernt 24 Stunden am Tag, die anderen Sachen sagen, das ist ziemlich chillig. Kommt natürlich immer ein bisschen aufs Fach an, das müsst ihr bedenken. Wo ich jetzt drüber reden werde, das interessiert, denke ich mal, so die Leute, die Ingenieurswissenschaften studieren wollen. Sei es Maschinenbau, Informatik, was gibt's noch? Generell sowas halt jetzt in der Art, ne? Ich glaube, da habe ich nur ein Fach vergessen, was es bei uns an der Uni gibt. Ich studiere ja angewandte Informatik. Das ist, glaube ich, so. Also bei uns an der Uni gibt es einmal IT-Sicherheit, angewandte Informatik. Das sind jetzt so die zwei Informatikfächer. Die haben beide ihre Vor- und Nachteile, sag ich mal. Ich weiß nicht, was ist, wenn ihr jetzt Interesse habt, zu studieren, was es bei euch an Unis für Fächer gibt. Es wird auch noch bei manchen zum Beispiel Wirtschaftsinformatik geben. Das ist jetzt zum Beispiel angewandte Informatik gemischt mit BWL. Da kann ich gleich vielleicht auch noch mal ein bisschen was zu sagen. Ansonsten, was kann ich ja noch großartig sagen? Also ich fange jetzt erstmal grundlegend an. Ich hatte ja mein Abitur fertig gemacht. Und da ich mich ja irgendwie immer für Computer interessiert hatte und auch, also generell so, das heißt, für Computer interessiert, da könnte man auch sagen, ich kann gleich bei Saturn anfangen. Aber ich will auch später gutes Geld verdienen. Deswegen habe ich das, den Berufswunsch bei Saturn Computer verkaufen direkt mal abgeschlagen. Da dachte ich mir, das kannst du ja mal probieren. Von meinem NC her hat es gut gepasst. Ich glaube, der war bei 3.0 und hatte 2,3 im Abi. Deswegen musste ich da jetzt auch irgendwie kein Wartesemester oder so haben. Wie das an manchen anderen Unis ist, keine Ahnung. Wir sind, glaube ich, 100 Leute. Oder 100, nee, 120 Leute sind wir, glaube ich, im Studiengang bei uns. Ich glaube, die IT-Sicherheit auch nochmal so 200. Und noch ein paar andere. Also, das ist schon ordentlich viele Leute, da jetzt in NRW ja auch die Studiengebühren abgeschafft sind. Doppelter Abiturjahrgang war ja. Da wurde es schon ordentlich voll, sag ich mal. Und dann fange ich erstmal an. Grundlegend, jetzt erstmal über das erste Semester zum Beispiel, fragen sich vielleicht dann manche, was macht man denn da als Informatik? Was für Fächer hat man? Und wie sieht der Stundenplan aus? Also in den Stundenplan kann ich mal sagen, man hat zwei Tage, die etwas länger sind von den Übungen oder halt Vorlesungen her, also zeitlich gesehen. Das wäre jetzt in dem Fall zum Beispiel 8 bis 16 Uhr. Sowas als Beispiel, das ist die halt etwas längere Version. Dann hat man so zwei, drei Tage halt noch, die kürzer sind. Da hast du halt nur zwei, drei Stunden am Tag. Also von der Zeit her in der Uni ist das, denke ich mal, in den meisten Fällen weniger, als man hier in der Schule gehabt hat. Ob das jetzt gut ist, kann man so nicht direkt sagen. Nur, weil man jetzt weniger Vorlesungen hat, heißt das nicht, dass man weniger lernen muss. Eigentlich das genaue Gegenteil. Und ich sag's mal so, ich fange mal an. Erstmal zum Stundenplan, danach komme ich auf so Fächer etc. Zum Stundenplan. Wir hatten im ersten Semester höhere Mathematik 1. Das setzt teilweise daran an, was man im 12. Schuljahr und beim Turbo-Abi halt im 11. Schuljahr gemacht hat. Das heißt Kurvendiskussion mit Ableitungen, Integralrechnung, weiß der Geier was. Das ist ungefähr so 30% von höhere Mathematik 1. Und die anderen 70% sind halt Sachen, die man nie in der Schule so gemacht hat. Denn in Mathe gibt es echt krass viele Sachen, das kann man sich so gar nicht vorstellen, was man da alles so tolles, in Anführungsstrichen tolles berechnen kann. Ich hatte Mathe bestanden im ersten Versuch und ich bin jetzt nicht schlecht in Mathe, aber ich bin auch nicht erst Oberbrain. War eine machbare Sache, sag ich mal, mehr oder weniger. Also manche Teilthemen waren echt beschissen, so Folgen finde ich total behindert und rein, naja. Als zweites Fach hatten wir Wirtschaftlichkeitsanalyse. Das ist aus dem BWL-Zweig. Da geht es um, ja, was man im BWL halt so macht, ne? Kosten, Rechnung, weiß der Geier was. Da habe ich auch, ja, also es war in Ordnung. Das hat jetzt nicht so viel mit Informatik zu tun. Gut, wenn man jetzt Wirtschaftsinformatik macht, wird man ganz bestimmt auch sowas treffen. War halt ein bisschen dröge, das Thema. Und naja, die Vorlesungen waren auch nicht so toll, aber die Klausur war ganz okay. Dafür, dass ich mit dem Thema noch vorher nie was zu tun hatte mit Kostenvergleichsrechnung und so eine Scheiße. Wegen, da gibt's halt 1000 Fachbegriffe,
und tausend tolle Rechnungen, die ein schwieriges Wort haben, aber im Endeffekt manchmal nur ein Dreisatz sind. Das ist, unser Tutor gesagt hat im ersten Semester, ist der BWL-Komplex, dass man einfache Rechnungen mit schwierigen Wörtern aufpimpen will, sag ich mal. War auch ein machbares Fach. Dann hatten wir noch Datenschutz. Das war, da ging es halt darum, Datenschutzprobleme im Internet. Wegen, das war irgendwie vom Fachbereich her irgendwas mit Privatrecht oder sowas. Also auch ganz abgefreakte Teilfächer. Was, also, das hat schon was mit Informatik zu tun, aber das war irgendwie schon ziemlich unnötig, das Fach. Da gab es auch keine Klausur an sich. Da mussten wir halt zwei Vorträge und einen Abschlussbericht machen. Da hatte ich gerade so bestanden, was eigentlich voll der Witz ist. Ich fand, mein Vortrag war eigentlich ganz gut. Ich habe dann, also bestanden ist in meiner Sicht erstmal bestanden, das ist schon mal gut. Das Fach war aber auch ziemlich unnötig. Dann kommen wir jetzt wieder auf wichtigere Fächer. Dann hatten wir noch Java programmieren, also Informatik, nee, Grundlagen der Informatik 1 hieß das, glaube ich. Das war die Einführung in Java-Programmierung. Ich hatte vorher nie viel mit Programmieren zu tun und wenn ihr überlegen wollt, Informatik zu studieren, setzt euch schon mal vorher an das Thema rein. Also ich denke mal, 90% der Leute hatten schon vorher Ahnung. Ich gehöre zu den 10%. Ich habe aber die Java-Klausur bestanden, so ist es nicht. Das heißt, man kann auch ohne Vorkenntnisse die Prüfung bestehen, wenn jetzt die Frage auftaucht. Da muss man sie halt aus dem Hosenboden setzen, sag ich mal. Java-Programmieren finde ich ziemlich geil. Jetzt, also im ersten Semester war Java noch ziemlich einfach. Jetzt im zweiten Semester wurde es deutlich schwieriger, weil bei der Programmierung gibt es echt krass viele Sachen, was man da alles machen kann, besonders in Java. War auch eine machbare Klausur. Und dann hatten wir auch noch Programmieren in C. C ist ja eine der bekanntesten Programmiersprachen. Wobei C nicht mehr oft so verwendet wird, eigentlich C++ oder C#. Wenn das jetzt was sagt. C habe ich irgendwie nicht so gemacht. Die hatte ich auch leider nicht bestanden im First Try. Den zweiten habe ich bald. Auch wenn C, also, das ist einfach, wenn man Java kennt, ist C irgendwie total dämlich aufgebaut. Ne? Nur weil das, weil beide eine Programmiersprache sind, haben die nicht unbedingt viel gemeinsam. Also mehr oder weniger schon ein bisschen, aber in den Punkten, wo die sich unterscheiden, ist C echt ganz schön scheiße, muss ich sagen. Da ist Java oder so oder C++ deutlich besser aufgebaut. Hatte ich leider nicht bestanden. Und dann das allerschlimmste Fach ist Statistik, hatten wir. Und da bin ich durchgerasselt wie ein König, glaube ich mit 25%. Da habe ich im Sommer auch den Nachholversuch. Also ich hatte sechs Fächer, davon habe ich vier bestanden und zwei nicht. So als Vergleich, in Statistik war mir vorher klar, dass ich durchfalle. Da habe ich mich noch nicht angestrengt, ich habe mich auf die anderen fünf Sachen konzentriert. Und in C hätte ich eigentlich erwartet, dass das klappt, hat dann leider nicht. Muss ich mir nochmal angucken bis zum Sommer, weil da habe ich das mit Zeigern und Structure noch nicht ganz so richtig hinbekommen. Und das Problem ist, sag ich mal, zu den Klausuren, ich sag's mal so, in manchen Klausuren darfst du zum Beispiel eine Formelsammlung mitnehmen, die du gestellt bekommst. In manchen Klausuren darfst du zwei, drei eigene Zettel schreiben, irgendwas halt drauf, außer halt Beispiele, nur irgendwie so eine Formelsammlung für Mathe zum Beispiel. In manchen Klausuren darfst du gar nichts mit reinnehmen, in manchen Klausuren darfst du wirklich alles mit reinnehmen. Und das finde ich irgendwie doof, dass das in der so ist und in der so ist. Also nur damit ihr euch drauf einstellen könnt, so war das bei uns jedenfalls. In Mathe durften wir vier Seiten selber beschreiben, ohne Beispiele. In Java durften wir alles mitnehmen, in C durften wir gar nichts mitnehmen. Und auf einen Zettel zu programmieren in Java und C, das ist wirklich beschissen. Ja, wenn ihr es jetzt mit einem Programm am PC macht, ist das noch ganz okay. Aber auf dem Zettel programmieren, das ist total kacke, finde ich. Und in Statistik haben wir eine gestellte Formelsammlung bekommen. Und wenn ihr denkt, ihr könnt betrügen an der Uni, lasst lieber. Die gehen meistens irgendwelche Sklaven durch die Reihen durch, gucken sich jede Formelsammlung an, ob da was reingeschrieben ist. Würde ich lieber lassen. In der Schule wird das, glaube ich, nicht so hart durchsucht alles, aber naja. Wie gesagt, also das erste Semester war ganz okay. Wie gesagt, die ein, zwei Dinger waren halt scheiße. Der Rest war ganz gut. Ich habe richtig viel gelernt. Und jetzt kann ich mal was zum Lernstoff sagen. Sagen wir mal, ihr macht ein Semester in Mathematik. Das ist vom Lernpensum her so viel wie zwei komplette Schuljahre, also vier Halbjahre in der Schule ungefähr. Wir hatten jetzt letztens, also jetzt kommen wir aufs zweite Semester. Da haben wir jetzt höhere Mathematik 2. Da geht es nochmal um Reihen. War das?
Ja, Taylor-Reihe, Fourier-Reihe, das ist total behindert, wie ich finde. Und dann haben wir jetzt mit Vektoren und Matrizen wieder angefangen. Und in Vektoren und Matrizen, das war ein halbes Schuljahr bei uns in der Schule. Das haben wir jetzt ungefähr in, ja, 2 Wochen abgehandelt, ein halbes Schuljahr, so damit ihr euch vorstellen könnt. Das heißt, wenn ihr in der Schule dann Mathe nicht so viel mitbekommen habt, müsst ihr in der Uni dann ordentlich nachholen, sag ich mal. Naja. Jetzt haben wir im zweiten Semester halt höhere Mathematik 2, da haben wir noch Java 2, also Informatik 2. Dann machen wir halt weiter mit Java. Das wird uns echt jetzt schon ein bisschen komplizierter. Also am Ende des ersten Semesters, also am Anfang haben wir strukturiert und prozedural gemacht. Das ist eigentlich was auch in C ist. Dann haben wir objektorientierte gemacht und jetzt haben wir mit funktionelle Programmierung, heißt das, glaube ich, angefangen. Das gibt es jetzt seit 9 bei Java 8, das kam ja erst dieses Jahr raus. Und das muss man sich alles ein bisschen in den Kopf reinbringen, das ist echt nicht so einfach. Da muss man ja halt auf den Hosenboden setzen, sag ich mal. Das haben wir noch. Computernetze haben wir, da lernen wir, wie das Internet funktioniert und wie auch, ja, wie sage ich das? Zum Beispiel das TCP, UDP-Verfahren, die Anwendungsschicht, Transportschicht und weiß der Geier. Und alle 2 Wochen haben wir so eine Übung. Da lernen wir, wie man sich in zum Beispiel in E-Mail-Accounts reinhackt. Natürlich nur zur Sicherheit, weil das ist vom IT-Sicherheitsfach. Und später, wenn jetzt Leute IT-Sicherheit zum Beispiel studieren, gehen die in die Firma und gucken bei deren Netzwerke nach Schwächen zum Beispiel. Dafür gibt es halt so manche Tools, wo man gucken kann, was jetzt alles reingeht ins Netzwerk. Das würde jetzt zu lange dauern, das alles zu sagen im Video. Und ich bin eh noch mitten im Lernen, deswegen wäre das eh nicht so hilfreich, wenn ich da was erklären würde. Was habe ich noch für Fächer? Objektorientierte Modellierung. Das ist eigentlich so wie Java. Da lernen wir halt verschiedene Muster, wie man ein Programm am besten aufbaut, um die einzelnen Klassen abzukapseln. Also das sagt jetzt Leuten bestimmt nichts, die noch nie programmiert haben. Deswegen lasse ich es mal einfach dabei. Das sind die 4 Fächer, die wir jetzt im zweiten Semester haben. Ich muss ja 2 nachholen, also 6 Klausuren im Sommer. Das wird ein Riesenspaß. Ich habe jetzt schon pure Freude. Und ja, das war es eigentlich jetzt grob zum Studium. Wie gesagt, man hat vielleicht weniger Unterricht an sich, wie in der Schule, muss aber 5-mal so viel lernen und da geht's um die Wurst, sag ich mal. So viel zum Studium. Aber eins, in der Schule hattest du Fächer, auf die hattest du zum Beispiel gar keinen Bock. Im Studium hast du ja dein Fach mehr oder weniger selber ausgesucht, nenne ich es mal. Und naja, darauf hat man dann Lust. Wenn ich sage, ich will Informatiker werden, dann mache ich auch mal Fächer, auf die ich vielleicht weniger Bock habe, vielleicht ist Statistik. Da muss man halt durch. Aber alles in allem finde ich es eigentlich schon ziemlich geil, Student zu sein. Man kommt auch irgendwie überall was als Rabatt. Bei Amazon gibt es Prime umsonst und all so eine Scheiße. Und auf manchen Seiten gibt es ja zum Beispiel für Studentenrabatte, dass man Laptop und Tablet billiger bekommt. Und genau eins kann ich nur sagen, die Frage vielleicht auch auftauchen. So nach dem Motto Franek, braucht man einen Laptop oder ein Tablet in der Uni oder lieber Stift und Zettel? Also ich habe ja ein Tablet, das Samsung Galaxy Note 10.1 2014. Ich würde euch hundertprozentig ein Tablet empfehlen, ein vernünftiges. Ich glaube, die Samsung und Windows-Dinger sind da ganz okay. Vom iPad halte ich nicht viel als Studentenleben. Ich habe das Programm Lecture Notes für meinen Samsung. Gibt es im Android Store. Das ist ein richtig geiles Programm. Da kann man die PDFs direkt reinladen von der Uni. Kann dann auf den PDFs rumkritzeln, sich selber noch ein paar Seiten zu machen. Der Stift ist auch ziemlich genau vom Schreiben her. Also eigentlich, wie es ein echter Stift ist. Zum Beispiel früher beim allerersten Nintendo DS war das nicht ganz so sauber mit dem Stift zu schreiben auf dem DS. Das haben die bei dem Tablet schon richtig geil gemacht. Wie gesagt, ein Tablet würde ich euch empfehlen. Und wenn ein Laptop, dann keinen großen 12 Zoll oder so, weil man hat nicht so viel Platz an seinem Platz im Hörsaal. Und dann ist so ein 15, 17 Zoll Laptop, glaube ich, ein bisschen zu groß. Ich würde euch, wie gesagt, eher ein Tablet empfehlen. Zettel ist doof, besonders wenn man die ganzen PDFs dann anguckt oder Leute, die halt mit Zettel schreiben, müssen sich den ganzen Scheiß ausdrucken, dann tragen sie 5000 Seiten mit. Da habe ich lieber ein Tablet, was 500 Gramm wiegt, sag ich mal. So, das war es eigentlich großartig zu ja, mein Studium. Wenn ihr noch ein paar Fragen habt, schreibt es rein und Themenwünsche, weil jetzt, das waren die beiden Themen, über die ich reden wollte, dann schreibt weitere rein. Bis dann, tschüssi.